So, hallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tower of Fantasy. Wie man schon sehen kann, es gibt wieder was zu tun. Es gibt eine neue Questreihe. Ich muss mal ein bisschen leiser drehen. Ups, das war ein bisschen zu leise gedreht. Wie ihr bereits seht, wir sollen zur unendlichen Sonnenuhr, um die Hauptquest fortzusetzen. Und jo. Das machen wir gerade. Oder sind wir mal dabei? Ich bin mit Shirley wieder unterwegs. Ein bisschen. Hab das Schwert von der Kommandantin ausgerüstet und dann mal sehen, was es so Neues zu entdecken gibt. Es gibt demnach auch neues Banner, das stelle ich euch gleich im Anschluss vor. Kontrollzentrum hier. Dann bin ich mal gespannt, was sie zu erzählen haben. Wir sollen zu Shirley, die ja in der letzten Folge, also im finalen Dings, umgekommen ist quasi. Also bewusstlos geworden ist, als sie uns geholfen hat. Charlie. Charlies Zustand war kritischer als jetzt. Geht es hier besser? Habe ich hier die Voice Lines deaktiviert oder warum passiert hier nichts? Wir haben momentan nicht bla 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 bla. 別人種はシャーリーさんが意識を失ったのとほぼ同時にシャットダウンしたんだ。当時の状況がわからないんじゃ、処置の施しようがない。Dass ich keine Voice Labs habe, ist normal, aber dass sie keine Voice hat. Weiß, bla 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 bla. Wir müssen alles vorbereiten. Plottiert Gebiet, nein, vor nicht allzu langer Zeit überstürzt verlassen. Wahrscheinlich war Hygros das gleiche Problem hatte. Okay. Bisschen blöd, dass die Voice Line nicht mehr da ist von denen. Aber das hat man irgendwie schon bei beim そうだな。Evangelion-Event俺mitgekriegt. も彼女には元気になってほしい。エクセキューターさん、後で清流市場に来てもらえないか。Aber dadurch, 折り入って話dass が。man deine Voice Line hört, dachte ich halt, dass man in den Einstellungen die Voice Lines deaktiviert hat oder so, aber ありがとう。ist邪魔して blöd,悪かったな。dass sie jetzt また後で。keine Voice Line hatte. Bei mir ist es ja ab und zu normaler oder noch okay. Mia, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Lynn hat, ah nein, das ist meine Voice Line. こっちで話しましょう。Den hat シャーリーにはミアがついているわ。少しでも役に立てたらと思って、シャーリーの身体データをキリオクさんに渡しておいたの。シャーリーに。ずっと。Lan und die anderen untersuchen die Sache. Aber ich kann einfach hier, aber ich kann nicht einfach hier rumsitzen und auf die Ergebnisse warten. Apropos, warum seid ihr eigentlich ゴゾトスがシャットダウンしたことを知ってる?
Guesthaus. Guesthaus also auch. Moment mal. Guesthaus ist für die Autorisierung des Omenium-Reaktors der unendlichen Sonnenuhr zuständig. Wenn etwas mit ihm nicht stimmt, bedeutet das dann, dass die unendliche Sanduhr... Die Katastrophe. Ich hoffe mal, dass meine Voiceline gut zu verstehen ist. Ich schraube mal ein bisschen weiter nach oben. Test. Jetzt habe ich mal auf Maximum. それにミヤの胸騒ぎの話を聞いたら、いても立ってもいられなくて。ゴゾトスがシャットダウンした時、突然ミヤがあなたたちの身に何かあったんじゃないかって言い出したの。だから安否を確認しようとわざわざついてきてくれたのよ。Shirley fiel auch genau in dem Moment in Ohnmacht, als Guesthaus ausfiel. Meinen die dann mit diesem Computerserver oder... Weil wir haben doch irgendwas im, in so einer Filmszene gesehen. Danke, dass ihr Shirleys Daten mitgebracht habt. Ich weiß das wirklich zu schätzen, danke. Dass du dich um uns kümmerst und auch um Mia. Mia no koto, anata tachi ga kyūiki ni iru aida, Mia wo azukaru tte yakusoku datta no ni. Shirley hatte uns gewarnt, dass Reisen durch Raumzeiten und die Störung im Himmelstor Auswirkungen auf Mia haben können. Deswegen beschlossen Shirley und ich, Mia und Vera zurückzulassen und baten Lynn und Ruby, sich um sie zu kümmern. Obwohl uns Welten trennen, hat Mia nie aufgehört, sich um uns zu sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sogar froh, dass du sie mitgebracht hast. Dann mache ich halt meine eigene Voiceline dazu quasi. Klar, ich werde Mia auch fragen, wie sie sich fühlt, aber sie möchte wahrscheinlich gerade nicht von Shirleys Seite weichen. Noch größere Schwierigkeiten? Gozotos und Retsujin sind shutdown. Das ist nicht so. Wie könnte das passieren? Wer sind diese Leute? Ich kenne vom Hauptquartier nur Plotti, eine eingängige Forscherin, die sich aktiv für die Entwicklung von Arminium einsetzt. Kanojo もエルリック様も、オムニアムの積極的研究を通して、一方でそれと対立する保守派勢力は、現行のオムニアム技術による両者の対立のせいで、新しいオベリスクの建設だけど最近、推進派がゴゾトスのアクセス権が国用に付与されたことで逆に言えば、今回のゴゾトスの Also ist Charlie in ihrem Streit zwischen die Fronten geraten? Bella ist nicht in der Lage, sich
こうして自由に動けるわけだし、私はあなたたち側に立つつもりよ。Vera hat keinen Terror auf Fantasy. Ist es deswegen nicht in diesem Konflikt hineingezogen worden? Ehe. Vera no Obelisk wa kansei majika ni fuuin sarete shimatta kara. Was kann ich für sie tun? Was soll ich tun? Anshin shite. Was sollte ich tun? Honbu ga imasu no shobun wo kudasu ということはないでしょう。でもやっぱりシャーリーが目を覚まして自分の口から真相を語れるようになるのが一番だと思うわ。Verstehe. Danke, dass du mir das alles mitgeteilt hast. それじゃあ私も黒曜の様子を見に行ってくるわね。本部の新しい情報が入ったらまたすぐに連絡するわ。Es tut mir leid, dass ich dich so lange in Vera allein gelassen habe. Aya, ayamaranai de kudasai. Mia no anzen wo kangaete kurete. Mia, totemo ureshii desu. Schon irgendwie krass, dass wir sie wieder in der Hauptstory dabei haben. Aber wir hatten versprochen, gemeinsam zurückzukommen und dich abzuholen. Und jetzt ist Shirley See. Sibun wo semenai de kudasai. Executor no ganbari wo Mia wa shitte masu. Zeke no koto mo, kokuyou kaizou mo, haii kishu no kiki mo. Hat ein bisschen was von Anfangsnostalgie, als wir mit Zack Shirley suchen mussten. Executor ga kanashimu no wo mi. Na klar, Mia, wir machen das gemeinsam. Was könnten wir für Shirley tun, während Meisterin Yu die Ursache untersucht? Wenn ich mich richtig erinnere, ist so etwas Ähnliches doch schon mal passiert, oder? Hiroku, Shirley ga konsui jōtai ni natta no wa Kato Stō no toki irai desu. Dr. Clea no chikara wo karite kakusei jikken wo shimashita. Ja, das meinte ich mit Anfangsnostalgie. Damals war Zack, der Shirley in der geistigen Leidenschaft, Landschaft gefunden hat. ここに来る途中、ジークでもミアが視界に入らなかったのか、無視されました。Der Grund ist, dass Shirley glaubte, es wäre besser für ihn, sich selbst an alles zu erinnern. Ihm die Erinnerungen aufzuzwingen, könnte ihn vielleicht überfordern. Ich möchte nicht wegen ihren Willen handeln. Aber jetzt. Mia mo, Zeke ni subete o hanashita hou ga. Zeke wa imouto omoi no yasashii hito desu. Ato de koukai shinai you. Shirley no chikara ni naritai hazu desu. So bedeuten quasi, wir haben die Daten von Zeks früherem Ich und könnten es in sein jetziges Ich einpflanzen. So würde ich das jetzt mal hineininterpretieren in die ganze Sache. Gehen wir. Mia, Zack hat uns, gehen wir, Mia. Zack hat uns auch etwas mitzuteilen. Mia. So. Gak. Ach ja, und wir kommen zurück zu Mia. Eigentlich haben wir ja unseren Bot noch, unsere Weißkatze, aber ja. Entschuldigung. So, einmal nach unten verfrachten und einmal nach draußen verfrachten. Haben wir echt schon 0:01?
Ladebildschirm, Ladebildschirm, hier kommt der Ladebildschirm. So, jetzt kann ich es euch zeigen. Einmal hier tägliches Dingsterbooster einsammeln. Dann einmal das einpflanzen. Dann einmal das da einpflanzen, dann einmal das da holen. Dann kann ich im Shop einmal den hier machen. Dann haben wir wieder einen Zehner komplett. Und dann sieht man hier, das ist der neue Charakter. Go Taktik. Liu oder wie die nochmal hieß. Beginnen wir das Training mal, dann zeigen wir mal das Training. Oder die Waffe. Weil ich habe sie selber auch noch nicht erlebt. Wow. Mit diesem Schachbrett oder was das ist. Feuer, wie es aussieht. Okay. Jetzt nichts Spektakuläres, würde ich sagen. Man hat ja schon eine OP-Waffe mit Plottis Waffe. Also ich jetzt. Sprich, die Waffe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und der Charakter an sich spricht mich jetzt auch nicht wirklich an. Vom Charakterstil her. Da gebe ich meine Rotkerne lieber woanders aus. Aber es gibt ja noch den Zweitbanner quasi. Und wie man schon sehen kann, ich habe hier schon bei Plotty ein bisschen reingeswiped und habe jetzt meine Garantie für einen legendären. Mal gucken, ob ich Plotty auf 3 Sterne bekomme. Beziehungsweise 2 Sterne sind ja jetzt. Na? Immer noch nicht? Nein. Jetzt. Geil. Plotty. So, auf den letzten Drücker. So, und jetzt, wenn man es gut anstellt und noch ein bisschen reinzweigt, weil man hat ja noch 20 Tage Zeit, könnte ich eventuell noch das hier abgreifen und dann müsste ich sie sogar auf 3 Sterne haben. Weil ich habe sie ja jetzt schon auf 1 Star gehabt. Ich habe sie ja bei ihrem ersten Run habe ich sie ja auf Glück 2-mal gekriegt. Nice, gell? Okay, jetzt geht's aber weiter im Text. Flum, bam, tau, so. So, da haben wir Zack. Entschuldigung, dass du warten musstest. Das hier ist Mia. Konnichiwa. Mio-Ke-sama. Kimi ga Mia ka. Itsumo Shari-san kara hanashi wa kiiteiru yo. Hajimemashite. Sekasu yo de moushiwake nai ga, sassoku hondai ni hairasete kure. Shari-san no koto nan da ga. Kimito Shari wa
俺をずっと前から知ってるんだよな。Ja, wir kennen dich, mein Guter. Zack. 俺の本当の名前。Das war dein Name. やはり、そうだったのか。Du bist Shirleys Bruder und mein Freund. Ich habe mir versprochen, dass wir vier gemeinsam nach Astra zurückkehren würden. Astra Shelter war Mia-tachi no Kokyo des. Kazoku. Kokyo. Sumanai. Taisetsu na sonzai no hazu nano ni, mattaku jikkan ga wakanai. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Es ist nicht deine Schuld. Damals ist viel passiert. Huch, ich glaube, da wollte ich irgendwie nochmal was sagen, aber dann kam diese Rückblickaktion. Und erinnerst du dich an irgendetwas? Ja, Harry, doko ka hitogoto no yona kibun da. Demo tashika ni. Ach, jetzt wurde sein Name auch geändert. Jetzt ist er wieder Zack und nicht mehr dieser Lord. Wenn du dich überhaupt nicht an uns erinnert hättest, warum solltest du dann gerade mich um eine Bestätigung bitten? だから、これからも君たちのそばにいさせてくれないか? Genau. Das wollte ich Shirley ebenfalls. Sie sollte dir nicht einfach alles auf einmal zumuten. Bevor deine Erinnerungen zurückkehren, sie wollte nicht, dass du dich deiner Vergangenheit und deiner Identität einigen. Stattdessen beschloss sie, endgültig zu warten, in dem Wissen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem auch der mit dem dichtesten Regenwolken hängenden Himmel aufklärt und das Licht der Wahrheit durchscheint. So viel zu reden bin ich gar nicht gewohnt, bin jetzt schon ganz schwindelig. Shirleys Zustand könnte etwas mit ihrer Rolle als Angel der Gnade zu tun haben. Das gleiche ist schon einmal passiert. Und daher habe ich überlegt, zurück nach Asperia zu reisen, um Dr. Claire auf Celsius Insel um Hilfe zu bitten. Auch wenn ich da gerade ein bisschen was falsch gelesen habe, aber egal. Du warst es, der Shirley gefunden hat, als sie in der geistigen Landschaft verloren war. Sie könnte dieses Mal wieder deine Hilfe brauchen. Du hast dich überhaupt nicht verändert, Zack. Außer deine Klamotten und dein Haarstil. Was wird also aus Gebiet 9? Wir könnten für eine Weile weg sein. Ich habe das Gefühl, dass sich das Ganze, dass sich die ganze Angelegenheit nicht so einfach lösen lässt. Jo, was will die hier? Kawaii AI-Servant-san, ne? Sorry, muss was trinken. Mir wird schon ganz schwindelig. Juno, das habe ich schon von Anfang gesagt. Gozotos no ikken de honbu wa Tenyawaiya nano.
それで、あなたも事情聴取に呼ばれることになったのだけど。So, bin wieder da, sorry. 今はそれどころじゃなさそう。ね。Wirst du mich vielleicht mit der Gewalt nach Höchrus zurückbringen? Hä? まさか、そんな野暮なことはしないわ。Warum soll sie mir in die Quere kommen? シャーリーさんが目を覚ましてくれれば、直接本人から事情が聞けて、効率的だと思うの。Du bist also hier, um uns zu helfen? それが一番、シャーリーさんとハガードにとって、ウィンウィンになるからよ。Ich war irgendwie nie der Ansicht, dass sie böse war. この後、クレトス島に向かうんでしょ? Oh, vielleicht habe ich das einfach nicht mehr in Erinnerung. いつでも覚醒実験を始められるように。私から博士に話をつけておくわ。その代わり、シャーリーさんが目覚めたら、事情聴取に協力するって約束してもらえる? Danke, dass du das in die Wege leitest, Yono. レディーのたしなみとして、臨機応変は心得ていてよ。それじゃあ、また後で。バイバイ。Arkan Ehrhardt möchte mich wirklich sehen? Was ist bloß passiert, Shirley? 本当に恩に切るよ。それじゃあ、俺たちも急ごう。Na dann. Kehre zur Sonnensanduhr zurück. Mache ich aber in der nächsten Folge, wenn ich mir die Timeliste so anschaue. Ich swipe für mich persönlich wieder dorthin. Flump. Ich spawn mich nämlich gerade die ganze Zeit gerne hierhin, um die tägliche Mission von Moria zu machen. Na dann, für YouTube schon mal Tschiskowski bis zur nächsten Folge und hier geht's dann morgen für mich standardgemäß weiter. Ich mache nicht so allzu viel von der Hauptquest-Mission wieder. Ich lasse mir da ein bisschen Zeit. Mal gucken, wie viele Tage dann bei der nächsten Aufnahme verflogen ist. Na dann. Oh, bis dahin. Tschüss, Kowski. Bye, bye. Man sieht sich. Ciao.